Hallo meine Lieben, heute stehen wir wieder gemeinsam in der Küche und machen ein tolles Rezept. Wirklich ein Klassiker, den muss man kennen. Eine Low Carb Pizza mit einem ganz tollen Pizzaboden. Nicht aus Thunfisch und auch nicht aus Blumenkohl. Also für mich sind die jetzt nicht so die Alternative zu einem klassischen Pizzaboden. Daher zeige ich euch heute meine Alternative, die ich mir regelmäßig mache. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dafür einmal 45 Gramm Leinsamenmehl. Ich nehme einfach immer geschrotete Leinsamen und jage die durch den Mixer. Das funktioniert wunderbar. Dann brauchen wir 22 Gramm Kokosmehl, 3 Esslöffel passierte Tomaten. Mit dem Rest, was ich nicht mehr brauche, das friere ich mir einfach ein in so Eiswürfelportionierer und hau die dann einfach bei Gelegenheit auf und kann mir dann einfach eine neue Soße machen. Dann brauche ich einen halben Teelöffel Weinsteinbackpulver, 7 Gramm Flohsamenschalen. Dann brauche ich natürlich ein paar Gewürze. Einmal einen halben Esslöffel Basilikum und ein Esslöffel Pizzagewürz. Und was natürlich bei mir nicht fehlen darf, das ist der Knoblauch. Dann eine Prise Salz und dann noch 120 Milliliter in etwa warmes Wasser. Warmes Wasser deshalb, weil die Flohsamenschalen, die binden ja alles. Mit einem warmen Wasser funktioniert es einfach noch besser. Ansonsten, wenn man kaltes Wasser verwendet, dann muss man das einfach ein bisschen länger ziehen lassen, den Teig. Als erstes das Leinsamenmehl, Kokosmehl, Flohsamenschalen, der halbe Teelöffel Backpulver, mache ich immer nach Augenmaß und die Prise Salz noch mit dazu. Die trockenen Zutaten jetzt einfach alle miteinander vermischen und dann kommt schon das Wasser dazu. Und wie man schon sehen kann, es verbindet sich jetzt echt gut zu einem Teig. Den Teig, den lassen wir jetzt einfach mal 15 Minuten ruhen, dann kann er noch ein bisschen ziehen, noch ein bisschen Feuchtigkeit binden. Ja, und in der Zwischenzeit kümmern wir uns einfach schon um den Belag. Wir heizen als erstes unseren Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor. Und mein Knoblauch habe ich jetzt auch in der Zwischenzeit schon kurz mal geschnibbelt. Und die Gewürze kommen jetzt einfach ganz normal in meine passierten Tomaten. Zum Ausrollen verwende ich Bambusfasern. Bambusfasern verhalten sich ähnlich wie Mehl, sieht auch ähnlich wie Mehl aus. Gerade wenn doch noch etwas Feuchtigkeit im Teig ist, dann kann man den Teig besser ausrollen. Da das Auge bekanntlich mit ist, möchte man natürlich auch einen runden Pizzaboden haben. Ich habe mir da eine Tartform zur Hilfe genommen. Jetzt habe ich es aber aufs Blech. Jetzt geht es für circa 10 Minuten in den Backofen bei den besagten 200 Grad. Und danach drehe ich den Pizzaboden kurz um. Der kommt dann nochmal für 3 bis 5 Minuten in den Backofen, bis er am Rand eine leicht bräunliche Farbe hat. Und dann wird der Pizzaboden belegt. Erst mit den passierten Tomaten, Käse und mit dem Belag eurer Wahl. Ich habe mich heute klassisch für Pilze, Champignons und Schinken entschieden. Was ich aber auch ganz gerne mag, ist eine Pizza mit Meeresfrüchten und ganz viel Knoblauch. Sieht sie nicht jetzt schon mega lecker aus? Die Pizza kommt jetzt nochmal für circa 10 Minuten in den Backofen. Ich schalte dann immer auf Umluft,
damit einfach der Käse richtig schön braun wird. Riecht mega lecker aus. Jetzt schneiden wir sie auch an und probieren natürlich. Und sie passt perfekt auf meinen Teller. Wie ausgemessen sozusagen. Ja, sie hängt ein bisschen, aber das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Mir schmeckt die richtig toll und für mich ist es die allerbeste Low-Carb-Pizza, die ich kenne. Fantastisch! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Tschüss!